machen heute mal in einem Rutsch das Neue Testament. Das schaffen wir natürlich nicht ganz. Deshalb müssen wir wie immer ein bisschen exemplarischer arbeiten. Dadurch, dass es beim letzten Mal ausfallen musste, leider, sind wir heute noch ein bisschen gedrängter und man muss noch mehr auswählen. Und ich habe versucht, so zwei Schwerpunkte zu machen. Das haben wir in der Überschrift gesehen, indem wir uns so eher am Schwerpunkt am Morgen Jesus und die Evangelien anschauen und am Nachmittag den Paulus. Es kann sein, dass es vom Vormittag mal ein bisschen herüberlappt. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wir müssten noch Termine abmachen, weil ja zwar heute sozusagen von der ganzen Reihe, auch wenn Sie heute nur an dieser Veranstaltung teilnehmen, aber wir hatten nicht nur mit denjenigen, die jetzt regelmäßig gekommen sind, sondern generell gesagt, wir schließen das Ganze ab, nicht nur einfach, dass die Veranstaltung aufhört mit heute, sondern wir wollen so ein biblisches Fest feiern. Und dazu müssen wir noch den Termin vereinbaren. Es wird nicht an einem Samstag sein, weil jetzt auch Gott sei Dank das Semester zu Ende geht. Ich hab im Vorfeld ein wenig überlegt, wie wir das angehen können. Und ich möchte mit Ihnen heute Vormittag gerne mal etwas Neues versuchen. Also, Sie wissen, ich bin Neutestamentler, von daher hat man natürlich sich öfter schon zu den Evangelien ausgelassen. Wir alle haben irgendwie zumindest eine irgendwie geformte Vorkenntnis von den Evangelien. Nicht nur, dass wir die regelmäßig hören im Gottesdienst oder vielleicht, was sehr schön wäre, zu Hause reinschauen und sie lesen, sondern wir haben in der Regel auch eine Vorkenntnis darüber, über Entstehung. Ja? Sie wissen zum Beispiel, dass es in der letzten Woche ein kleines Fighting gegeben hat zwischen dem Kultusminister dieses Bundeslandes und dem zuständigen Prälaten in Trier über den Religionsunterricht. Also der Schreier hat gesagt, das ist ja irgendwie gar nicht mehr richtig so Religionsunterricht, sondern das ist ja im Grunde genommen irgendwie so eine Art von Sozialkundeunterricht. Das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, daraufhin kam sofort ein heftigster Widerspruch, das ist eine Frechheit, eine Unverschämtheit und wie man sowas sagen könne. Aber wenn man auf den Religionsunterricht schaut, dann wird dort, und das ist wahrscheinlich auch die Vorkenntnis, die wir haben, auch die Kenntnisse, die wir haben, wenn einige sind ja durchaus hier in der Runde, die auch Theologiestudium hinter sich haben, da gibt es ganz bestimmte Daten, die vermittelt wurden. Und zwar in wissenschaftlichem Kontext vermittelt wurden. Ich will das nochmal vom Religionsunterricht und vom Studium ausweiten auf Publikationen, also auf Druckerzeugnis. Es gibt ein prominentes Druckerzeugnis derzeit, das sich mit den Evangelien und der Hauptfigur der Evangelien, also Jesus, beschäftigt. Das ist aus der Feder des jetzigen Papstes. Sie wissen das vielleicht, da haben Sie ja schon. Das heißt nicht, dass ich dafür jetzt Werbung mache, aber dazu gibt es eine ziemlich, zumindest in den ersten Wochen, eine ziemlich heftige Kontroverse. Es soll ja ein zweiter Teil noch kommen, wenn er dazu Zeit hat. Dieser erste beschäftigt sich sozusagen mit den Hauptpunkten, mit dem Mittelteil der Evangelien, also nicht mit Kindheitsgeschichten, nicht mit Auferstehung. Der Ansatz, den der Papst da hat, werden wir uns noch anschauen, der wird uns heute Morgen begleiten, aber die Reaktionen darauf sind heftig. Die Reaktionen heißen nämlich, da ist ja überhaupt nicht wissenschaftlich, was er macht. Das ist ja gar nicht wissenschaftlich. Ja? Das entspricht nicht der neutestamentlichen Wissenschaft. Und das ist mein Versuch, den ich heute Morgen mit Ihnen unternehmen möchte. Was ist das? Neutestamentliche Wissenschaft. Und mit welchen Dingen arbeitet die? Und wie kann man über diese Wissenschaft mit ihren Methoden, wie kommen wir an die Evangelien ran und an die Gestalt Jesu? Das ist ein Versuch. Das wollen wir mal probieren. Ein aktuelles Beispiel. Heute Morgen noch auf der Fahrt hierher, und das haben Sie wahrscheinlich in der Zeitung verfolgt, gibt es jetzt seit einer Woche eine heiße Diskussion. Wie ist das mit Martin Walser, Siegfried Lenz und dem Hildebrand, diesem Kabarettisten? Da tauchen plötzlich Mitgliedsausweise aus der NSDAP auf. Skandal! Die waren Nazis. Natürlich auch ist es eine schwierige Aussage. Die waren damals 16 oder 17. Alle sagen, alle drei, übereinstimmend und unabhängig voneinander, sagen, wir haben nie was unterschrieben. Was macht man dann in so einem Fall? Es gibt die Mitglieds, die Listen gibt es, die kann man sehen, da stehen die Namen drauf. Gleichzeitig sagen diese Männer, wir haben nie was unterschrieben. Was ist jetzt passiert? Wer hat Recht?
Wen fragt man in solchen Fällen? Da gibt es doch zuständige Leute. Wen fragt man in solchen Fällen? Na, die Historiker fragt man, oder? Die Zeithistoriker. Fragt man einen Fachmann, der sich mit Nationalsozialismus auskennt, oder? Heute Morgen ein Interview mit einem Fachmann für Nationalsozialismus. Der sagt, man kann es nicht sagen. Wie, man kann es nicht sagen? Nein, sagt er, man kann es nicht genau sagen. Es kann sein, dass zum Beispiel irgend so ein Führer von der Hitlerjugend, als das schon zu Ende ging, 1944, oder absehbar zu Ende ging, dass der sich nochmal richtig beim Regime beliebt machen wollte, indem der riesige Mitgliedslisten abgegeben hat. Ja? Und dann alle Namen draufgeschrieben. Ja? Und dann sagt er, boah, ich bin ein super Führer von der Hitlerjugend, ja, hier, das ist wichtig, bei mir stehen die Männer und die jungen Männer stehen hier dahinter. Man kann, so empfiehlt dieser Historiker da heute Morgen, das, was man vielleicht noch zu wenig getan hat, Augenzeugen befragen. Sofern man die Möglichkeit hat. Ja, im Moment gibt es die noch. Wenn Sie aber jetzt einmal sehen, dass in einem Zeitraum, den wir gut überschauen können, ein Zeitraum, wo einige ja auch hier sitzen, zu deren Biografie dieser Zeitraum gehört. Ich kenne es auch nur vom Erzählen oder vom Lesen. Ja? Aber für einige gehört dieser Zeitraum noch erlebbar zu ihrer Biografie. Und da ist es schon schwierig, sich dem anzunähern. Mit der Frage, was ist jetzt Faktum? Was denn jetzt? Wir haben hier ein schriftliches Zeugnis, wir haben Aussagen und auch eine widersprechende Aussage etwa dazu. So. Wie verhält sich das? Was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, dass wir mit großer Vorsicht und auch mal mit einer neuen Behutsamkeit uns dem annähern müssen, und das ist ja eigentlich das, was Wissenschaft ausmacht. Dass man immer fragt, was können wir wissen? Wofür gibt es auch Belege? Wie sind die Belege zu werten? Aus ihrem Kontext heraus. Das ist ja das große Problem, auch ein überschaubarer Raum, nur jetzt auf der anderen Seite, wie man mit Stasi-Unterlagen umgeht. Ja? Natürlich, da steht was schwarz auf weiß. Aber die große Diskussion, die sich damit beschäftigt, ist, gibt man nicht im Nachhinein diesem Führungsoffizier recht, der da irgendwas geschrieben hat, um sich bei Onkel Mielke beliebt zu machen, ja, oder um da gutes Wetter zu machen, und es ist eine Verleumdung. Und jetzt kriegt im Nachhinein die Stasi nochmal recht, das kann man sicher nicht verallgemeinern, aber diesen Vorbehalt, die Unsicherheit muss man haben, um sozusagen, indem wir jetzt jemanden verurteilen, ja, sehen Sie mal etwa ein kirchliches Beispiel, die polnischen Bischöfe, wir haben jetzt eine Untersuchungskommission eingesetzt, wer hat mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet. Ja, da stehen natürlich jetzt 16 Bischöfe drauf auf der Liste, ja, von 150. Was ist da? Stimmt das so? Ich bin sicher, dass da einige dabei waren, die richtig kollaboriert haben. Das glaube ich schon. Aber es gibt einige dabei, die einfach automatisch, wenn sie ins Ausland reisen mussten, mit denen reden mussten. Und dann hat sich irgendein Verbindungsoffizier da wichtig gemacht, der hat gesagt, boah, der hat mir ganz wichtige Sachen erzählt, so aus dem, ich weiß jetzt, was in Krakau gekocht wird, ja. Und so, ja. Und dann ist der schon, gleich abgeschossen. Und gibt man nicht im Nachhinein einem solchen korrupten Regime recht, indem man das ernst nimmt? Also, eine große Vorsicht auch dem gegenüber, was wir wissenschaftlich nennen. Heute treten, also gerade was die biblische Wissenschaft angeht, kommt dieses Stichwort ständig vor. Das ist wissenschaftlich. Also zum Beispiel, was wissen Sie, lass uns mal sammeln, was wissen Sie über die Entstehung der Evangelien? Wann sind die geschrieben? Von wem sind die geschrieben? Also ich gehe mal davon aus, wir setzen als bekannt voraus, es gibt 4. Ja? Können wir uns darauf einigen. Stimmt das? Sie nicken alle, so sollen mir nicht recht geben, Sie sollen mir widersprechen, das gehört auch zur Wissenschaft. Gibt es nur 4 Evangelien? Jetzt kommen aber hier die Fachausdrücke. Also es gibt noch ganz viele, es gibt also noch mehr. Nämlich, wie heißen die Apokryphen? Thomas Evangelium. Petrus, Jakobus, ach du Gott, haben wir noch mehr. Es gibt ein Kindheitsevangelium, also das ist wahrscheinlich das von Nazoräer-Evangelium gibt es. Es gibt ein sekundäres Markus-Evangelium, ist ganz kurz, hat nur ein paar Verse. Genau. Ach, da gibt es also doch nicht 4. Was denn jetzt? Bitte was?
Ja. Ich hätte ja fast gesagt, wenn ihr in die Bücher reinschauen würdet, die ich euch seit Jahren gebe, so steht es drin. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Könnte man das lesen? Ja. Da steht man, da steht das nicht drin. Und es stehen sogar zwei Exemplare bei euch in der Bibliothek. Sonst kann man ja im Konvent immer sagen, das hat gerade die andere Schwester. Also es gibt offenbar mehr, aber es gibt, darüber haben wir ja schon bei der ersten Einheit grundsätzlich gesprochen, es gibt vier kanonische Evangelien. Was heißt kanonische Evangelien?